Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres gut gelaunten täglichen Magazins hier auf der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Heute, wir haben es lange angekündigt, ist der Laurin zu Gast und ich begrüße direkt den Laurin von Sono Motors. Hallo Laurin. Hey Leute, ihr da draußen, hey Steve, freue mich drauf. Wir waren ja in Berlin zusammen das letzte Mal, da haben wir uns auch in Person gesehen, Genau. aber heute mal ein bisschen über eine ganz andere Variante, Remote. Und wer bei Sono Motors nicht fehlen darf, ist natürlich auch der Julian. Hallo Julian. Hallo, hallo Steve und hallo Laurin, schön, dass du da bist. Und wenn du es noch schaffst, Steve, die Namen richtig unten in die Maske zu schreiben, dann wissen die Leute auch, wer ist. Aber ich Hoppala, glaube, hat das sich ist heute vertauscht. zweitrangig. So, zack, jetzt ist es richtig. Ist kein Problem. Okay. Ja, also herzlich willkommen. Schön, dass so viele schon wieder mit dabei sind. Wir freuen uns wirklich riesig. Ich freue mich auch sehr, dass Laurin auch wieder sehr spontan Zeit gefunden hat, hier mitzumachen. Das ist im Moment so bei unseren Live-Sendungen. Wir haben ja heute ein Spezialthema. Es geht wirklich um das Thema das Elektroauto als Stromspeicher. Und bevor wir so ein bisschen uns auch der Laurin erklären wird, wie vielleicht so ihr auf die Idee gekommen seid, das alles so zu machen und was so die Idee hinter dem ganzen Konzept steckt, müssen wir auch zwei Dinge vorneweg sagen. Nämlich das Erste, was wir immer sagen, wenn wir Gäste von Firmen haben, das ist keine Werbesendung. Das heißt, wir bekommen von Sono Motors kein Geld. Da müsste der Laurin einmal nicken, um das zu bestätigen. Sehr Danke gerne. dafür. Und ich möchte wirklich auch darauf hinweisen, dass wir heute keine Sendung machen, wo wir irgendwie in die Diskussion einsteigen wollen. Ist der Sion zu groß, zu klein, zu was weiß ich was, irgendwie hin und her? Kommt er zu früh, kommt er zu spät? Ist der Akku zu klein, zu groß? Laurin hat uns im Vorgespräch gesagt, er kann auf alles antworten, aber wir wollen uns heute einfach mal wirklich ein bisschen auf dieses Thema Elektroauto als Heimspeicher konzentrieren. Denn das ist, glaube ich, ein Thema, was für viele durchaus interessant ist, die vielleicht die Möglichkeit haben, sich eine Solaranlage aufs Dach zu bauen und sich jetzt vielleicht auch jetzt gerade so ein bisschen auch wie ich, ehrlich gesagt, in der Situation sind zu überlegen, na ja, kaufe ich mir jetzt den Speicher, den ich in den Keller stelle? Oder warte ich vielleicht doch noch auf ein Auto, was sozusagen irgendwie so ein bisschen beides realisieren kann, um mir dann den einen Speicher sozusagen irgendwie vielleicht zu sparen? Und das Thema ist ja nicht ganz neu. Dieses Thema Vehicle to Grid, also Auto zum Netz, ist ja auch schon von anderen Firmen aufgegriffen worden. Das können wir auch, denke ich, einfach sagen, Mitsubishi und Nissan. Ich weiß gar nicht, Laurin, gleich die erste Frage an dich. Gibt es noch eine andere Firma, die das aktuell irgendwie auf dem Plan hat, außer Nissan, Mitsubishi und euch? Ja, es gibt schon mehrere Unternehmen, die oft im DC-Bereich, also im Gleichstrombereich, arbeiten, wenige im AC-Bereich. Das macht ja auch den Sion besonders. Also er hat Komponente on board und die muss nicht in der Wallbox sein oder in der Ladestation. Aber es gibt Renault, die jetzt gerade mit dem neu aufgelegten Zoe auch dran arbeiten, aber mit einem Pilotprojekt, aber das nicht in Serie. Also das dann nachzurüsten oder man weiß nicht, ob es jemals in die Serie kommt. Das heißt, es gibt schon unterschiedliche Unternehmen, die dran arbeiten, aber ich glaube, viele noch nicht realisieren, was für eine Chance dahinter steckt und was für, glaube ich, Nachhaltigkeitseffekte auch dahinter steht, in dem Thema wirklich das Fahrzeug zum mobilen Stromspeicher zu machen. Und das ist ja auch der Gedanke beim Sion dahinter. Also wirklich sicherzustellen, dass der Sion, wenn er dann produzieren wird, dann auch sicher auf die Straße kommt, zum Thema mobiler Stromspeicher. Ja. Jetzt ist es ja irgendwie logisch, dass man ein Elektroauto baut, da kommt ein Akku rein. Das ist, glaube ich, bei allen Elektroautos so. Und ein Elektromotor kommt irgendwie auch rein und vier Räder und ein Lenkrad. Und nicht jeder, der ein Elektroauto kauft, hat vielleicht die Möglichkeit, sich eine Solaranlage aufs Dach zu bauen. Kann es vielleicht nicht, möchte es vielleicht auch gar nicht. Das heißt, dieses Thema. Ihr baut ein Elektroauto, da ist auch ein Akku drin, da ist auch ein Elektromotor drin, da sind auch vier Räder dran und ein Lenkrad. Und jetzt sozusagen dieses noch on top zu machen, dieses Feature on top, bei dem ja auch eine Menge Entwicklungsarbeit sicherlich drinsteckt. Du hast es ja schon angesprochen, ihr macht es ja auch ein bisschen anders als andere. Ich wollte jetzt nicht zu technisch werden. Und das kostet Zeit, das kostet Kraft, das kostet Energie, das alles zu entwickeln und so weiter und so fort. Wie kamt ihr auf die Idee, dieses spezielle Feature unbedingt im Sion haben zu wollen? Interessante Frage. Also wie es eigentlich kam, war durch die Solarintegration. Warum? Weil wir haben uns die Frage gestellt, was passiert denn, wenn der Sion voll ist?
Ja, also mal einfach gesagt, der steht am Straßenrand und du bist zwei, drei Tage weg oder brauchst du gerade nicht und der steht draußen und lädt sich selbstständig wieder auf. Was passiert denn, wenn der voll ist? Das ist ja eine Verschwendung. Was passiert mit der restlichen Energie? Und aus der Haltung heraus haben wir gesagt, na, eigentlich ist es ja logisch, dass wir die restliche Energie, die überschüssige Energie abgeben können müssen. Und daraus ist Bisono entstanden, dass wir gesagt haben, wir müssen ein Ladegerät in das Fahrzeug, einen Charger in das Fahrzeug integrieren, das auch Strom wieder abgeben kann. Haben uns dann umgeschaut am Markt und es gab nichts. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir es selber entwickeln. Und da sind wir dann erst überhaupt in das Thema entwickelte Grid reingekommen, weil wir gemerkt haben, okay, Strom nur abgeben ist gar nicht so einfach, sondern es gibt unglaublich viele Auflagen und Regularien, beziehungsweise gibt es auch keine Regularien, was fast ein größeres Problem ist, weil man eben noch nicht weiß, in welche Richtung es geht. Möglicherweise gibt es dann ISO-Normen, die das regeln. Regelmäßig so ein 2-, 3- oder 4 Jahreszyklus immer wieder geupdatet werden. Und da ist es eben, dass die ISO 15118 entscheidend ist, die genau da die Kommunikation regelt. Warum? Weil du musst ja einen Kommunikationsstandard festlegen. Ich erinnere mich vielleicht früher bei Handys, die ersten Nokia-Handys und die ganzen Handys, die hatten vier unterschiedliche Ladegeräte und ich konnte mit dem Einladegerät niemals ein anderes Handy laden. Und es hat nur dadurch funktioniert, weil wir eine ISO-Norm bekommen haben, weil wir eine einheitliche Regelung weltweit bekommen haben. Wie lade ich ein Handy? Gab es dann die Micro-USBs? Apple hat dann sein eigenes Ding gemacht. Und jetzt gibt es die USB-Cs, ja, die neuen Laptops und neuen Smartphones, die sind nicht verfügbar. Und genau das Gleiche wird passieren bei Autos. Genau das Gleiche hatten wir. Wir hatten unterschiedliche Typ 1, Typ 2, Typ 3. Nun hatten wir unterschiedliche Ladestandards. Und jetzt kommt das mehr und mehr zu einem Ladestandard, das ist CCS. Mit den Pulsprinzipien unten und oben drüber den Typ 2 Stecker. Und dieser Typ 2 Stecker ist vereinheitlicht. Das ist gut, weil das weltweit jetzt die Einheit gefunden hat. Und da ist es so, da gibt es zwei Kommunikationspins, da muss man genau hinschauen. Und da ist es geregelt in der ISO 15118. Was wird denn kommuniziert? Was redet, also wie ist denn die Kommunikation zwischen Auto und Ladegerät? Zwischen Auto und Wallbox, zwischen Auto und Ladestation. Und Vehicle-to-Grid war bis jetzt noch nicht auf dem Schirm. Es gibt aber, oder es gab aber eben ein Update dazu und seitdem das Update ist, kommt da richtig Fahrt auf, weil auf einmal ist das geregelt. Und auf einmal können alle OEMs den gleichen Standard benutzen, was natürlich am Ende für jeden Fahrzeugnutzer total sinnvoll ist. Und das ist auch total spannend, weil das ebenfalls dazu führen wird, dass wir das Kartenchaos, was wir alle kennen an Elektromobilität und freischalten über die App, bei dem anderen über eine Karte, beim anderen über einen Keyfob, das wird zum Glück perspektivisch verschwinden. Warum? Weil in dem neuen Update arbeiten die daran, dass ich mit einem CCS-Stecker, ähnlich wie bei einem Tesla, einfach nur einstecke. Und die Ladestation weiß alles über mein Auto, rechnet es im Hintergrund ab und ich muss eigentlich gar nicht mehr authentifizieren, ich muss nicht mehr freischalten und so weiter. Das Problem ist nur, wir bauen keine elektrische Infrastruktur auf, die es noch nicht kann. Mhm. Also die aktuellen Ladestationen, die aufgebaut werden, die können das nicht. Und deswegen wird es sicherlich um 5, 4 Jahre, vielleicht sogar länger dauern, bis das in der breiten Masse an jeder Ladestation auch so funktioniert. Aber ganz wichtig, weil das natürlich die Elektromobilität in die breite Masse bringt, wenn ich nicht jemandem erklären muss, nein, du musst dich erst bei Maingau, du musst dich bei New Motion, du musst dich bei wem auch immer erst anmelden, das ist ja viel zu komplex. Das ist dem Auto normal, aber ist das viel zu komplex. Wir müssen also da schaffen, nach einfach zu bringen. Und das bringt mich gut zum Thema Ladestandards, zum Thema Vehicle-to-Grid. Mit diesem Update ist eben Vehicle-to-Grid auch dort geregelt. Wir integrieren es eben in den SIO und in den SIO ganz technisch gesehen und werden das dann weiter integrieren zum Thema, wenn sich es weiterentwickelt, wenn ein Update kommt. Bevor wir uns jetzt mal diese Grafik gleich angucken, die ja vielleicht auch einige von unseren Zuschauern in eurem letzten Video gesehen haben, wo ihr sehr schön grafisch dargestellt habt, wie das alles so funktioniert. Laurin, kannst du vielleicht versuchen, mal ganz kurz uns zu erklären,
Es gibt ja nun Vehicle to Grid auf der Basis CHAdeMO. Ja, da gibt es ja auch Fahrzeuge, die das können. Es wird auch viel diskutiert, wann wird das endlich bei CCS möglich sein. Und jetzt stelle ich mal diese kritische Frage und jetzt kommt ihr und wollt es auf der Typ-2-Ebene machen. Warum habt ihr euch denn dann jetzt sozusagen für das dritte System entschieden? Richtig, richtig, richtig gute Frage. Und die Antwort dauert ein bisschen. DC bedeutet, du brauchst eine externe Hardware-Komponente. AC bedeutet, es ist ein Fahrzeugdrill. Und damit lassen wir uns nicht auf die Ladeinfrastruktur, sondern nehmen selbst in die Hand. Und das war auch immer eine Philosophie, dass wir gesagt haben, muss funktionieren, das Auto muss es können und wir wollen nicht den Finger irgendwie zeigen auf eine Infrastruktur, die das noch nicht kann. Okay, das heißt, ihr habt im Prinzip wirklich an den Anwender gedacht, der soll es so einfach wie möglich haben, das Auto bringt alles mit, vielleicht braucht man noch eine andere Wallbox oder so, aber Steve, hast du eine Möglichkeit, uns diese Grafik nochmal einzublenden, die ihr ja auch bei eurer Live-Sendung gebracht habt? Ja, da ist er. Und ich finde es eine sehr schöne Grafik, sehr, sehr, sehr einfach gemacht. Und Laurin, vielleicht kannst du einfach mal vom Auto ausgehen, also von ganz rechts, wo das Auto steht, ganz kurz erklären, wie man sich das jetzt vorstellen muss. Was zum Beispiel passiert, wenn man abends zu Hause sitzt, das Auto ist angeschlossen und ich will mir einen Tee kochen. Guter Punkt. Was da passiert ist, deine Last geht an den Verteiler und der Verteiler merkt, dass es Nacht ist, die PV-Panel auf deinem Dach keine zusätzliche Energie bekommen und deswegen sagt der Verteiler, na gut, das Auto ist aber da, ich muss es nicht vom Netz ziehen, von der linken Seite, sondern ich kann es von der rechten Seite vom Auto ziehen. Also was er macht, er geht dann hier zur Wallbox und kommuniziert der Wallbox, ich brauche zum Beispiel Tee kochen, wahrscheinlich 2,3 kW, für jetzt 90 Sekunden oder was. Und die Wallbox aktiviert dann den Sie und merkt den auch, also über die Kommunikation, die in der ISO 15F8 festgesetzt ist, geht es über den Typ-2-Stecker und der Charger wacht dann auf, man legt das Aufwecken, fährt hoch, also das ist im Millisekunden-Bereich und gibt dann eben 2,3 kW der Wallbox ab. Die Wallbox gibt es an den Verteiler und der Verteiler nimmt es für den Wasserkocher. Mhm. Was dadurch entsteht ist, ich muss es nicht vom Netz ziehen, ich werde unabhängiger. Ich muss also mir nicht für 27, 28 Cent inklusive die EEG-Umlage und so weiter das Ganze vom Netz ziehen. Mhm. Und spannend ist natürlich dann die Frage, jetzt mal in einem anderen Case, ich wasche und habe noch den Ofen am Laufen und so weiter, also höhere Lasten. Was passiert dann? Naja, wichtig ist dann die Frage, wie schaffen wir es am Ende sicherzustellen, dass am Morgen, wenn du wieder aufstehst, der Sirion wieder voll ist. Und das Ganze ist eine Intelligenz, die muss dein Haus können, weil der Sirion ist so gesehen, der gibt, ist wie eine Storage, also wie eine Sonnenbatterie oder Tesla Powerwall, die gibt relativ stumpf nur die Energie ab, aber die Intelligenz muss natürlich schon sein, dass dein Smart-Home-System wissen muss, ja, am Morgen soll der Sion wieder vollgeladen werden. Da spielt natürlich die Wallbox eine Rolle, die muss das zusammen mit dem Sion können. Und wir haben ja gehört vom Nico im Livestream, in unserem letzten Livestream, im besten Fall, ja, ich sage jetzt absichtlich den besten Fall, im besten Fall ist das nur Software, das ist eine normale Wallbox, weil von den Hardware-Komponenten kann sie es. Im nicht so trivialen Fall ist es eine spezielle Wallbox mit einem speziellen Hardware-Feature, die dann auch mehr kostet. Ich sehe so ein bisschen, ich gucke ja immer so ein bisschen auf meinen Monitor-Laptop und da kommen so ein paar wirklich interessante technische Fragen und ich wollte auch nochmal sagen, wendet euch mit diesen Fragen einfach direkt an Sono Motors, das wird an die entsprechende Abteilung, wir haben das vorhin auch so abgesprochen, weitergeleitet und dann bekommt ihr eine fundierte technische Aussage. Ich möchte aber mal einen speziellen Fall konstruieren, wir sind ja in Deutschland, hier ist ja alles immer extra kompliziert. Also nehmen wir mal an, ich habe mein Sion an irgendeiner Ladestation aufgeladen oder der stand den ganzen Tag in der Sonne und der ist voll und ich möchte gerne aus welchen Gründen auch immer diesen Strom
ins Netz einspeisen und dafür Einspeisevergütung kassieren. Ob sich das jetzt rechnet oder nicht, ist mal eine andere Frage. Da könnte man einigermaßen komische Steuerfälle konstruieren. Ich kriege den Strom irgendwo kostenlos und speise den ein und kriege dann irgendwie Geld dafür. Ich kann mir vorstellen, dass das Finanzamt das nicht so richtig lustig findet. Aber könnte ich den, oder ist das System, ich habe es bisher so verstanden, der Sion speist über diese Kommunikationslinie so viel Strom ins Haus ein, wie gerade das Haus verbraucht. Aber könnte der Sion theoretisch seinen ganzen Strom aus auch einfach ins Netz einspeisen und man bekommt dann dafür eine Einspeisevergütung? Ja, das ist durchaus möglich. Also technisch ja. Regulatorisch in Deutschland Graubereich, nicht geregelt. In der Schweiz zum Beispiel schon geregelt. Warum? Weil was brauche ich? Ich brauche es von Miete. Und das sehe ich hier auf der linken Seite neben dem Netz. Ich brauche dringend natürlich intelligentes Smart Meter, der auch das Ganze per Internet mit dem Netzbetreiber dann abgleicht. Der Netzbetreiber muss ja wissen, wo kommt überall Strom ins Netz und wo geht überall Strom aus dem Netz raus. Mhm. Und es gibt es in Deutschland noch nicht flächendeckend, soll aber eingeführt werden. In der Schweiz zum Beispiel schon Standard. Und dann ist das Ganze noch Thema steuerrechtlich und das Thema energierechtlich ein Riesenthema. Deswegen, also ein Riesenfeld. Wir haben eine ganze Anwaltskanzlei dafür beauftragt, genau mit uns das zu erarbeiten, sind da sehr weit auch schon gekommen. Ich kann ja sagen, ist eine bürokratische Riesenaufwand aktuell noch. Warum? Weil es ein Graubereich ist in Deutschland. In Deutschland ist geregelt Einspeisevergütung für einen fixen Punkt. Jetzt ist der Sion aber kein fixer Punkt, sondern ist mobil und könnte mal an der Wallbox des Freundes laden, aber auch mal zu Hause, dann mal beim Ferienhaus und so weiter und so fort. Deswegen ist es ein Graubereich, der nicht geregelt ist. Aber grundsätzlich ist es so, dass in Deutschland geregelt ist, dass wenn ich Strom einspeise, dass EEG-Umlage fällig wird, Abgaben fällig werden und so weiter. Es gibt aber einen Freibetrag von unter 5 Euro. Und das ist ganz spannend, weil wir uns den gerade angucken und dann uns anschauen, ob das nicht eine Möglichkeit ist, um diese Riesenbürokratiehürde so ein bisschen zu umgehen. Das ist aber eine Aussage, die ich noch nicht final treffen kann. Also bitte jetzt nicht hier sagen, ach toll, bei so einem Motor ist jetzt 5 Euro, sondern bitte da wirklich auf Fakten warten, bis wir da auch von unseren Anwälten wirklich mit der Bundesregierung zusammen in der Abstimmung auch eine finale Aussage haben, weil eben nicht geregelt. Okay, also das erinnert mich so ein bisschen an das Thema Balkonkraftwerke, was wir hier auch schon öfters mal besprochen haben. Das ist ja auch so eine Sache, die jetzt sehr stark geregelt ist, aber lange Zeit im Graubereich war. Ich glaube, man merkt daran, dass unsere Bürokratie und unsere Gesetzgebung in Sachen Energiewende irgendwie mal einen Zahn zulegen muss und vielleicht mal ein bisschen progressiver sein sollte. Und solche Modelle einfach mal. Ne? Aber wir könnten uns jetzt auch gemeinsam den Aluhut aufsetzen und Verschwörungstheorien uns ausdenken, warum das in Deutschland vielleicht irgendwie doch mal verzögert wird, warum auch immer. Ja, ich will noch eine Sache dazu, bevor du weitergehst. Was ganz wichtig zu sagen ist, wenn du keine Netzverbindung hast, dann kannst du es auf jeden Fall machen. Inselanlagen sind in Deutschland erlaubt und da gibt es auch schon Rechtsprechung. Das heißt, am Ferienhaus, was keine Netzanbindung hat, perfekt, da funktioniert es, da wird es gehen und da gibt es auch heute keinerlei Probleme. Genau. Ich denke, auch vom Finanziellen wird es eh sinnvoller sein, den Strom im Haus zu verbrauchen, als ihn irgendwo für ein paar Cent. Wir wissen ja auch gar nicht, ob es überhaupt ab April oder Mai überhaupt noch eine Einspeisevergütung geben wird. Das hat uns ja Herr Altmaier auch noch nicht verraten. Laurin, dann würde ich sagen, wir hatten in einer der letzten Sendungen, und Steve hat es auch angesprochen, mal so uns die Frage gestellt, was passiert eigentlich, wenn der Sion, sagen wir mal, auf der Straße steht, lädt sich irgendwie, steht in der Sonne, lädt sich mit Strom voll, so nach und nach. So, und jetzt kommen da irgendwie so ein paar Tauben vorbei und hinterlassen ihren Mist also auf einzelnen Solarzellen irgendwie. Und wir kennen das ja, wer eine Solaranlage betreibt, der weiß, dass es so teilweise ein bisschen schwierig ist, wenn Solarmodule teilweise verschattet werden. Die brechen dann in der Leistung ein. Im schlechtesten Fall geben sie so gut wie gar nichts mehr raus, nur weil irgendwelche kleinen Verschmutzungen drauf sind. Wie ist denn das kannst du was dazu sagen, wie ihr mit dieser Thematik umgeht, denn ich meine, Verschmutzung, lass es jetzt Laub sein, lass es Vogelschiss sein, was auch immer, der ist ja nie zu vermeiden. Und ich will natürlich nicht, dass mein Auto vielleicht zwei Vogelkleckse drauf hat. Es stand den ganzen Tag in der Sonne und hat so gut wie nichts geladen. Völlig richtig. Das Stichwort ist der MPPT, den wir haben, den wir entwickelt haben. Den gab es auch nicht am Markt und dann haben wir uns wirklich vor 2 Jahren
dazu entschlossen, eigenen MPTT zu entwickeln. Und der ist so, dass er 8 Eingänge hat und darüber die Module einzeln ansteuern kann. 13 Module. Und die sind so geschaltet, dass wir genau das ausgelegt haben. Also wir haben über Verschattung, Teilverschattung von Bäumen simuliert. Wir haben Teilverschattung eben genau zum den Klecks, den Vogelklecks von Häusern und so weiter, uns genau angeschaut, wie das am sinnvollsten ist. Und da ist es eben so, wenn der Vogel dann wirklich jetzt aufs Dach in, ja, ich will jetzt nicht sagen, scheißt, aber Es ist, was es ist, dann ist das Dach unter den 3 verschiedene Module geteilt ist, obwohl ein Modul optisch ist. Und damit wir ein Modul verlieren, beziehungsweise nicht komplett verlieren, aber natürlich einen massiven Einbruch haben. Wir kennen es alle von unserer Bauanlage aufs Dach. Gleichzeitig aber die anderen normal arbeiten. Das heißt, wir haben versucht, auch genau diese Alltagsszenarien durchzuspielen, damit es so effizient wie möglich ist. Habt ihr denn da auch eine spezielle Oberfläche, die vielleicht ein bisschen schmutzabweisend ist oder die beim Regen sich besonders gut abwäscht, oder werde ich in Zukunft dann doch öfter mit dem Auto in die Waschanlage fahren müssen? Du wirst genauso wie mit jedem anderen Auto in die Waschanlage fahren müssen. Wenn es schmutzig ist, ist es schmutzig. Du hast natürlich einen Einbruch der Effizienz, aber wir kennen es auch von der Solaranlage auf dem Dach. Also wenn wir die ein Jahr lang gar nicht waschen, dann wird sie langsam ineffizienter. Aber das Auto ist ja des Deutschen liebstes Gut und der fährt auch gerne mal alle 2 Wochen in die Waschanlage. Also ich glaube, da mache ich mir keine wenig Sorgen, dass wir Autos sehen, die komplett verdreckt sind. Sondern das, wir kennen das ja selber, auch nach dem Winter so richtig Schmutz, das wäscht man dann ab und dann ist es auch wieder gut. Das heißt, nicht öfters als normales Auto, und es hat keine spezielle Oberfläche dahingehend, dass es jetzt auch irgendwie Schmutz aus abherrende Schmutz als oder sonstiges. Also ich finde einen sehr schönen, wirklich sehr, sehr schönen Kommentar, den eben der GTE Stefan in den Chat geschrieben hat. Der sagt nämlich, ist doch kein Problem, du kannst den Kercher ja am Sion anschließen. Guter Punkt. Ja, das ist guter Punkt. Sehr gut. Brauchst du nur noch das Wasser? Jetzt bräuchte der Sion noch einen Wassertank, dann genau. Bist du 100%. Wenn wir schon mal beim Thema Solar sind, würde ich auch gerne noch mal dazu eine Frage loswerden. Habt ihr mal überlegt, ob ihr dem Sion vielleicht einen klassischen Solaranschluss verpasst? Also das sind ja diese berühmten MC4-Stecker, um vielleicht, wenn man campen geht oder sowas, sich meinetwegen ein Solarmodul 200, 300 Watt einfach mit in den Kofferraum zu packen und dann einfach neben das Auto zu stellen und noch ein bisschen zusätzlich zu laden. Ja, wir haben die Frage echt oft bekommen. Auch per E-Mail. Und das Thema ist leider hier Standardisierung sehr komplex. Wenn die Leute einfach sagen, ja, da liegt doch hinten im Kofferraum einfach ein Päckchen ran. Ja, leider Gottes ist im Automotivbereich das einfach. Du musst da sämtliche Obligationen berücksichtigen. Darf niemand an den Stecker rankommen und so weiter und so fort. Und du brauchst natürlich auch eine Logik dahinter. Ja, das BMS-System muss ja auch wissen, werde ich jetzt gerade geladen oder nicht. Also müsste es doch wieder über den MPTT gehen. Und dann ist es so, welche Spannung. Der eine steckt sein 250 Watt Modul an, der andere steckt einen ganzen Anhänger mit, weiß ich, 1 kW an. Und das Ganze muss irgendwie über den Kabelquerschnitt. Es ist leider, Gottes, haben wir es dann ausgeschlossen, weil wir gesagt haben, es gibt so unterschiedliche Anwendungen und du kannst nicht beeinflussen, was am Ende der Endbündel damit macht. Am Ende macht ein Kurzschluss, der MPTT raucht, ruhig, er ist sogar sauer auf so einem Modus, weil der MPTT neu ersetzt werden muss und so weiter. Und deswegen haben wir dann gesagt, wir lassen es raus und fokussieren uns auf die PV-Anlage, die im Sion integriert ist. Wird der Sion eigentlich auch die Möglichkeit haben, an einer Inselanlage geladen zu werden? Also nehmen wir mal an, jemand hat eben wirklich sich ein halbautarkes Haus gebaut oder ein autarkes Haus getrennt vom Netz. Hat da eine Batterieanlage, hat sich selber einen Wechselrichter hingebaut, so einen Inselwechselrichter, keine Ahnung, mit 3 kW, hat sich da einen CE-Anschluss rangepackt, daran einen, meinetwegen einen Go-E-Charger, und dann hat er seinen Typ-2-Stecker. Wird er damit den Sion laden können? Oder braucht das Ladegerät vom Sion, so ähnlich wie ein Solarwechselrichter, tatsächlich ein richtiges Netz in Anführungszeichen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich gerne mit einem Sternchen beantworte.
Und zwar, ich bin nicht der Experte in Sachen Digital Print. Das ist unser Nico, das ist unser Tillmann, die da wirklich sind. Aber ich kann ja sagen, dass es natürlich abhängig ist von den Komponenten, ob es verwendet wird, die Sinuskurve, ob die Schmutz, also ob es eine saubere Sinuskurve ist und so weiter. Da kannst du auch schnell mal ein Auto schrotten oder beziehungsweise einen Charge schrotten, wenn du da was Falsches machst. Aber vielmehr würde ich mich jetzt da nicht aus dem Fenster hängen, die Frage zu sagen, ja, passt, geht. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass wenn du im Go-E-Charger zum Beispiel zwischenschaltest, das gehen müsste. Aber ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster hängen. Nicht, dass er am Ende da zurückkommt und sagt, hey, das hast du damals im Livestream auch. Okay, nee, alles klar. Nein, es war auch wirklich genau der Hintergrund, denn es gibt ja Inselwechselrichter, die machen eine schöne Sinuswelle und es gibt Wechselrichter, die machen halt so eine Takt. Aber eigentlich wollten wir ja nicht so technisch werden, aber es ließ sich jetzt doch nicht verhindern. Wir haben gesagt, wir wollen dich eine halbe Stunde in der Sendung haben. Die halbe Stunde ist so gut wie um. Gib mir doch mal noch eine. Ich gehe jetzt mal doch weg von diesem technischen Thema und stelle mich jetzt mal hin als auch einer, der bei euch ein Auto bestellt hat. Und der natürlich auch sich sehr seine Gedanken macht, ob das, wie das jetzt alles so weitergeht. Und meine letzte Frage, Laurin, an dich wäre, versuch mir mal in 2, 3 Sätzen zu erklären, warum ich euch vertrauen kann, dass 2022 der Sion auf die Straße kommt. Sehr gute Frage. Also, was ich dazu sagen will, ist, Leute, wir geben alles, um das einzuhalten. Wir arbeiten mit Hochdruck dran. Aber ich will auch sagen, bei so einer Unternehmung, und das haben wir auch bei der Community Finding Kampagne gesagt, bei so einer Unternehmung kann was schiefgehen. Unvorhergesehen, Corona hat vor 2 Monaten noch kein Mensch auf dem Schirm gehabt und jetzt ist es da. Und deswegen, wir werden alles dran setzen, das Timing so halt zu halten, wie wir es auf der Website haben. Aber ich kann euch jetzt auch nicht sagen, 100%, sondern es ist immer bei einer Unternehmung ein Risiko dabei, dass was schiefgeht. Und was wir uns verschworen haben, ist, wir werden euch updaten, auf monatlicher Basis, ob was schiefgeht oder nicht. Und werden euch da ganz im Bilde lassen, was passiert, wo sind wir gerade aktuell, gibt es Hürden, läuft was schief oder nicht. Und ja, wir entwickeln ein Auto. Das hat 8000 Komponenten. Das 8000 Einzelteile. Da kann was schief gehen. Ja, ganz klar. Aber ich will dir auch sagen, wir müssen es wagen. Wenn wir uns angucken, die Klimakrise macht keine Pause. Jetzt wird es gerade so, in der Corona-Krise nur noch Fokus auf Corona, alles ist vom Tisch, Klimawandel, das gibt es gar nicht. Aber der Fakt ist, wir müssen was wagen, wir haben gar keine andere Wahl. Denn wir müssen uns doch angucken, noch heute, wie wir abhängig sind von fossilen Energien, wie wir uns fortbewegen, ausschließlich über Erdöl, verbrennen diese wertvolle Ressource und wir müssen doch dringend was in die Hand nehmen und es selbst machen. Und das ist unsere Antwort und wir sagen jedem da draußen, hey Leute, wir nehmen euch in die Hand, lasst uns das gemeinsam machen und gemeinsam können wir es in die Hand nehmen und verändern. Und ja, ich glaube, das ist zum Schluss gesagt so auch der Antrieb, der uns morgens aus dem Bett bringt und abends, spätabends ins Bett fallen lässt, weil das alle im Team sehen. So. Da ist keine andere Wahl, wir müssen da was machen und am Ende will ich auch sagen können, ich habe es versucht und ich habe es gemacht. Und ich kann dir ganz sicher sagen, wir werden den Sion auf die Straße bringen. Aber ich kann dir auch ganz sicher sagen, es wird sicherlich einige Hürden noch auf den Weg geben. Ja, alles klar. Auch wenn das jetzt mehr als 2 Sätze waren, Laurin, danke ich dir sehr, dass du heute Abend Zeit gefunden hast. Du hast mir vorhin gesagt, du wirst noch bis 23 Uhr heute weiter in Meetings sein. Dann entlasse ich dich sozusagen jetzt dahin. Steve, das wär's dann sozusagen für heute. Du darfst die Abmoderation machen, wie immer. Ist aber sehr nett, ja. Erstmal ja, nochmal Verzeihung für den Unterbrecher vorhin. Ich werde die beiden Videos runterladen, werde sie zusammenschneiden und als eines Gesammeltes nochmal hochladen. Keine Ahnung, was da los war. Ansonsten vielen Dank, da ist er, ne? Laurin, dass du bei uns in der Sendung warst. Danke, dass du gerade diese spezifischen Fragen beantwortet hast. Vielen Dank, Julian, für dein auch nicht ganz uneigennütziges Interesse am Sion. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Schaltet unbedingt ein. Morgen haben wir die Julia, die E-Mobilitätsberaterin, wieder in der Sendung. Morgen geht es darum, um Förderfähigkeit für e-mobile Beratungsleistungen. Die können teilweise bis zu 100% gefördert werden. Wirklich sehr interessant. Und am Mittwoch wird es dann so um E-Carsharing gehen
Und was die Woche sonst noch so zeigt, werden wir euch morgen und übermorgen dann berichten. Also dann, vielen Dank, einen wunderschönen Abend, bleibt alle gesund und ciao. Danke euch. Danke. Bis bald.